Alter, es geht direkt los, ne? Es geht wieder direkt los. Du kannst es dir nicht ausdenken. Alter, fall da direkt rein hier mit 15 Kilo Geisterschuppenkarpfen. Was ist denn hier wieder los? Alter, schon wieder. Ich hab die Ruten nicht mal alle richtig rausgeworfen und es ballert auch schon wieder los. Du kannst es dir nicht ausdenken. Hammerhart, Alter. Hammerhammerhart. Ist gerade wieder Saison für seltene Karpfen. Ist gerade wieder soweit. Seltene Karpfen am Bernie wieder on fire oder was? Das ist ja der Hammer, ey. 15 Kilo Geister. Und das auf einer weiteren Köderkombination, die anscheinend ganz gut liefert. Es wurden Super Trophies gefangen. Von den seltenen. Hör doch mal auf, Alter. Und ausgeschlitzt. Hör doch mal auf. Komplette Katastrophe, ey. Was geht denn ab? Ja, die Chance muss man nutzen. Ne? Die Chance muss man nutzen. Klassischer Spot heute wieder hier auf 35 Meter natürlich hier an der klassischen Stelle hier auf 83. Ich glaube, einer der wichtigsten Spots im Game. Zumindest an dem Gewässer. Und ja, hier an der Stelle jetzt mit einer etwas anderen Köderkombi. Auch eher fischig, muschelig. Gucken wir uns natürlich gleich genau im Detail an. Und es geht direkt gut los. Das ist natürlich schon mal ein ganz gutes Zeichen. Warum auch nicht? ja, die Frage ist, was geht rein? Ne? Ich habe mein Setup jetzt etwas größer zusammengebaut. Ich will jetzt hier auch tatsächlich eher die größeren Brocken. Ich habe mir gedacht, alles klar, hockst du dich da jetzt schon mal hin, nebenbei noch ein bisschen Video schneiden und dann wird vielleicht mal so ein, zwei Brocken werden vielleicht mal reingehen und möglicherweise ist was Tolles mit dabei. Naja, geht halt direkt los. Nehme ich auch gerne mit. Nehme ich auch gerne mit. Vielleicht war auch noch nicht mal die Futtermische richtig aktiv. Wobei ich habe 1, 2, 3, jetzt ist es halt fünfte Mal jetzt. Fünfmal ausgeworfen. Das heißt, es sind jetzt 10 Bällchen am Spot. Ich werfe allerdings auch noch mindestens fünfmal weiter aus. Also um die 20 Bällchen ist schon jetzt nicht so verkehrt. Also kann man auch gerne mitnehmen. Warum auch nicht? Ich sag mal, unter 30 Futterbällchen versuche ich mal zu bleiben. Aber so, ja, bis dahin passt das ganz gut. Heißt also, jetzt gleich lassen wir das erstmal so, wie es ist. Und dann werfe ich vielleicht gegen 16 Uhr nochmal ein bisschen Futter nach, dass es für die Abendstunden nochmal frisch angefüttert ist. Ja, klassische Posi, wie gerade schon gesagt, sollte man natürlich kennen, hier oben an der Stelle. Zuletzt standen wir ja hier an diesem Anleger. Das letzte Video hat auch schon sehr gut funktioniert. Hatten wir zuletzt noch ein Wettangeln gemacht. Und da geht auch einiges. Selbst auch mit der Metschrude hat es da richtig funktioniert. Auf Mais, Korn und Honigteig. Auch das muss ich auf jeden Fall nochmal nachprobieren. Da wurden über 350 Kilo gefangen in einer Stunde. Und die ganzen Grundangler lagen so bei 200, 250, 280. Ich habe es nicht mehr ganz im Blick. Vielleicht einfach mal nachgucken auf Twitch. Da kann man ja auch die Videos nochmal nachgucken. Die Livestreams. Da ist das auf jeden Fall alles noch zu sehen. Ja, jetzt hier an der Stelle, wie gesagt, ganz klassisch, ne? 35 Meter. Die Position sollte ja bekannt sein. Und dann wirft man hier zu dem Einser Anleger sozusagen. Und ab geht es. Vom Setup her, wie gerade auch schon gesagt, ich bin groß unterwegs. Wir gucken mal eben rein. Mit 1-0er Haken. Komplett auf 20er Boilies. Das ist schon relativ groß. Man kann natürlich auch, wenn man mehr auf Masse ist, vielleicht so mit Maiskorn plus Boilie oder so ein bisschen kleiner rein. Hier jetzt komplett klassische Haarmontage. Hat auch den wichtigen Grund, wir haben hier Krabbe, Muschel, Soluble mit drin. Auflösende Boilies gehen nur bei Snowman Rig, also bei der Kombination, beziehungsweise dann bei sinkenden Boilies, also wo man halt sinkende Boilies verwenden kann. Und das ist zum Beispiel eben die klassische Haarmontage. Und das eben hier mit Austern, Krabbe und Muschel. Also Auster, also Muschel, Muschel, Krabbe. Und hier ist dann auch wieder Auster und Krabbe. Also wir haben komplett die Möglichkeit, mit Auster und Krabbe und Muschel uns komplett eben hier zu spezialisieren. Dementsprechend ist natürlich dann auch gleich die Futtermische zusammengebaut. Zweites Setup ganz genauso, also kein Unterschied dazu. Drittes Setup muss man natürlich ein bisschen übertreiben. Ein Setup immer
übertrieben. Ist ja klar. Irgendwann ballert mal aus Versehen auf komplett übertrieben der komplett übertriebene Fisch. 4-0er-Haken. Damit fängt schon mal an. 4-0er-Haken. Darauf wurden auch die Super-Trophys gefangen. Die Frequenz wird wahrscheinlich katastrophal sein. Vielleicht geht auch gar nichts drauf rein. Aber viele Karpfenangler stehen hier auch mehrere Stunden am Tag. Und irgendwann ballert halt aus Versehen der dicke, fette Fisch drauf rein. Nichtsdestotrotz, auch gestern im Livestream, auf Pop-Up, Mais und 16er Boily, 20 Kilo Schuppenkarpfen-Trophy, geht natürlich auch. Also genauso kann man auch mal das Glück haben, dass eine normale Trophy halt auf einen kleinen Köder geht. Hier jetzt auch auf 26er Boilies, 20er Soljubel, gibt es ja leider nicht größer. Und auch hier wieder Krabbe und Muschel. Ja, so sieht es aus. Und jetzt gucken wir einfach mal, was da so reingeht. Die Ausschlitzchance ist natürlich da, ne? Das hatten wir ja gerade schon gesehen, gerade hier mit den großen Haken. Da gibt es einfach auch eine höhere Chance, dass die Fische ausschlitzen. Das heißt, da werde ich gleich nochmal versuchen, nochmal mehr anschlagen, nochmal mehr versuchen zu haken und in einem längeren Drill auch da nochmal ein bisschen eher versuchen reinzuhaken, damit dann die Brocken auch bei dem großen Haken hängen bleiben, richtig? Ja, Futtermische, gucken wir rein. Und dann heißt es hier abwarten und testen. Und ich werde natürlich auch weiter rumprobieren. Und hier dann schön halb AFK rumsitzen und gucken, was so geht. Auf Rapssamenbasis. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, auch am Bernsteinsee. Mal weg von klassisch Mais oder Erbse und Roggen, sondern auf Raps. Dann hier natürlich geschredderter Boilie. Wir nehmen natürlich immer die kleinsten, die man schreddern, weil das sind die günstigsten. Und nach dem Schreddern sind die Partikel alle gleich groß, ob großer Boilie oder kleiner Boilie. Also Crushed, Muschel, Krabbe, Muschel, Soluble. Krabbe, Feed Pellets. Dann habe ich hier nochmal eine Auster genommen, auch nochmal Crushed Boilie. Und dann wieder Muschel Feed Pellets. Das heißt, ich habe hier schön unterschiedliche Krabbe- und Muschelkombinationen. Und dann natürlich mit Krabbe und Muschel abgeschmeckt. Kann bestimmt auch ganz gut funktionieren, vielleicht an der Achtuba, kann ich mir gut vorstellen. Aber das jetzt hier erstmal für einen Bernie. Ich habe davon ein bisschen mehr hergestellt, damit man diese Crushed Boilies mal einmal durchzieht. Und dann muss man das nicht immer wieder nachbauen. Aber ich denke, die Kombination wird so ganz gut funktionieren. Jetzt gerade mal gucken, ich glaube, irgendwo hat es gerade gezubbelt. Ja, ich glaube hier auf der Mitte. Die liegt so ein bisschen schräg. Gucken wir mal. Ja, das Ganze, wie gesagt, wird jetzt natürlich ein bisschen dauern. Ne? Heißt, ausprobieren, testen, 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 wie immer. Ob da überhaupt großartig dann noch was reingeht und wie das dann reingeht. Aber das war eigentlich auch das, worauf ich mich eingestellt habe und nicht sofort auf dem ersten Geister. Das ist natürlich ein Ding. Warten jetzt, abwarten. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was Größeres reinballert. Wenn ja, rein damit gleich ins Video. Na, geht's jetzt so langsam los? Guck mal da, die Abendstunden. Also tatsächlich, gerade schon einer reingegangen. Aber ja, jetzt hier in den Abendstunden, so langsam fängt es an. Ich habe noch mal ein bisschen nachgefüttert. Und tatsächlich braucht es einfach ein bisschen Zeit. Aber ja, die Schubi ist natürlich normal. Ne? Aufgrund normal große Boilies erstmal die normal kleineren Schubis. Und irgendwann kommen dann auch bestimmt die größeren. Bisschen mehr Futter kann auf jeden Fall noch mit rein. So, zack und weiter geht's. Ja, das Ganze wie immer. Es braucht einfach Zeit, man braucht Geduld. Und na klar ist hier nicht jeder Fisch irgendwas Besonderes oder was Seltenes. Und klar ballern die halt immer noch super selten mal mit rein. Aber wenn sie reingehen, dann macht's halt auch Bock, ne? Eieieiei, da geht dann doch nochmal einer dickfett rein hier in der Nacht. Und ich stehe schon hart im Drill. Und drill ihn auch tatsächlich hart, bedingungslos. Aber der hat Bock. Da scheint ein dicker Brocken zu werden. Gar nicht so schlecht. Zieht auch ein paar Mal ab. Ich habe schon die Bremse weiter hochgedreht. Weiter geht gleich nicht mehr. Also, da scheinen dann doch noch die dicken Dingers reinzugehen. Und es hat tatsächlich, ja, knapp eine Stunde gebraucht, ne? Bis dann der erste dicke Brocken hier auch wirklich reingeht. Wo man sagt, jo, hat sich gelohnt. Also, das ist dann nochmal was richtig Mächtiges oder zumindest was Großes.
geht schön in die Bremse, zieht ein bisschen ab und ich kann ihn auf normal gar nicht so gut halten. Krass, krass, krass. Auch kein Vergleich zum, zum Schuppi von gestern, der Schuppenkarpfen mit 20 Kilo gestern im Turnier. Der ist ja, keine Ahnung, was das war, in 30 Sekunden war der ja draußen. Komplett, aber natürlich auch übertrieben gedrillt. Und er war auch nicht so ganz weit weg. Der ist jetzt hier mit 35 Meter, braucht natürlich alleine schon aufgrund der Entfernung deutlich länger. So, komm ran, Alten. Komm ran. Ich hoffe natürlich, dass es was Besonderes ist. Alles andere ist natürlich auch schön, nehmen wir natürlich gerne mit. So. Auf Muschel und Auster. Auch die anderen Routen hatte ich jetzt noch mal ein bisschen größer eingestellt. Normaler Spiegel. Normaler Spiegelkarpfen. Entwarnung. Könnte Trophy sein. Ist es Trophy? Ich hoffe es. Ja, müsste es. Müsste es. Bei dem Setup und bei den, dass er so in die Bremse geht. Muss das so sein. Ja, das ist natürlich nice. Das ist natürlich nice. Nehmen wir natürlich gerne mit. Aber wie gesagt, selten, ne? Also, ich meine, man kann es natürlich ein bisschen forcieren mit den dicken Haken und mit dem dicken Boilies. Aber so hundertprozentig auch nicht, ne? Ist er vielleicht doch drunter? Nee, passt, ne? Jawohl, 26, jo. Das passt doch. 26er Spiegel. Geht doch, geht doch, geht doch. Ja, und hier geht es natürlich direkt weiter. Ich hatte schon Futtermische runtergenommen. Ich hatte tatsächlich ziemlich genau 30 Bällchen Futtermische jetzt drin. Also, das ist gar nicht so schlecht. Kann man machen, aber ich glaube, jetzt reicht es auch wirklich, damit man nicht hier komplett überfüttert, gerade wenn die Futtermische eben so dick ist. So, den ziehen wir hier nochmal eben raus. Und ich glaube, dann haben wir es, oder? Dann ist doch alles da erledigt. So. Irgendwas Lüde ist, nochmal ein kleiner gerahmter. Na guck. Ja, so viel zu dem Spot. Und wie gesagt, wenn man die Chance hat auf was Seltenes, dann einfach die Chance wahrnehmen, ausprobieren und irgendwann hat man dann auch tatsächlich vielleicht mal die Trophy dran. Zack, direkt wieder raus hier. Ja, also ich ziehe jetzt hier noch weiter durch. Kann sein, dass es jetzt hier die ganze Zeit auch so simpel und einfach weitergeht und nichts Besonderes mehr reingeht. Aber so ist es nun mal beim Angeln. Ausprobieren, testen, testen, testen und irgendwann hat man mit Glück die Trophy dabei. Den einzig wahren, den seltenen. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream. Bis dahin.